So, und diesmal schauen wir uns den Achterknoten an. Hierfür legen wir in unsere Leine ein Auge und bewegen die lose Part einmal um die stehende Part herum und kommen von oben wieder in das Auge hinein und können den Knoten so zuziehen. Beim Segeln oft verwendet, um zu verhindern, dass ein Fall oder eine Schot durch einen Block durchrauscht, also eher als Endknoten. Beim Klettern weniger in der Form verwendet, sondern vielmehr als sich nicht bewegende Schlinge. Hierfür können wir das Seil einfach doppelt nehmen und jetzt das Gleiche tun. Wir legen ein Auge, kommen von unten einmal um das Seil drumherum, ziehen es durch das Auge durch und haben hier jetzt zugegeben ein etwas kleines, aber feststehendes, sich nicht bewegendes Auge. Nachteil dabei ist gegenüber dem Bullin oder dem Palsteck, wenn sich der Knoten mal festzieht, wenn er unter Last steht, kriegt er hinterher kaum mehr auf. Also wenn man mit seinen 80 bis 100 Kilo mal beim Klettern ins Seil reinrauscht, dann wird man hinterher gut zu tun haben, den Knoten wieder aufzubekommen.